Wenn ich mich ganz gut vorstellen darf, mein Name ist Andreas Dajeler. Ich bin Leiter Restaurants und Veranstaltungsservice hier am Standort in Landsberg am Lech. Mein Name ist Markus Kraus. Ich bin hier stellvertretende Küchenleitung in unserem Betriebsrestaurant und in einem der drei sitzen wir gerade. Der Restaurants- und Veranstaltungsservice unterteilt sich in zwei große Bereiche. Einmal die Betriebsrestaurants. Wir pflegen hier am Standort drei Betriebsrestaurants und ein Trainingscenter. Während der Pandemie haben wir als Prozess RV unser Gemeinschaftsgefühl so gestärkt, dass wir gelernt haben, trotz Maskentragen mit den Augen zu lächeln, so unseren Gast zu erreichen. Hier treffen sich alle auf Augenhöhe, ob das jetzt jemand im Blaumann ist oder mit einem Anzug. Die Frage, was unseren Prozess Restaurants und Veranstaltungsservice auszeichnet, ist tatsächlich, dass wir ganz, ganz nah an unserem Kunden sind. Wir sind ganz nah am Gast. Wir hören uns die Wünsche an. Wir richten unsere Speisen erst dann an, wenn wir den Augenkontakt hatten mit unserem Gast, wenn der Gast die Möglichkeit hatte, einen Wunsch zu äußern. Wir kennen unsere Gäste und so fällt es uns jeden Tag tatsächlich sehr, sehr leicht, auf Wünsche, auf Anregungen einzugehen und auch eine Betriebsrestauration sehr, sehr individuell und flexibel zu gestalten. Durch die Ernährung beeinflussen wir ja die Gesundheit unserer Mitarbeiter direkt. Das heißt, wir können die Mitarbeiter ja in eine gewisse Richtung lenken mit dem, was wir anbieten. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen gedämpften oder einen gebratenen Fisch anbieten, können wir den Mitarbeiter ja in die gesündere Richtung, also in die Richtung gedämpfter Lachs, lenken. Was toll ist beim Rational, kann man auch direkt Angriff auf französische Produkt, Spezialität aus Frankreich zu haben. Dadurch machen wir Thementage, französische Wochen und spezielle Gerichte aus Frankreich für unsere Gäste. Zum Beispiel einen schönen Nachtisch, ein Crème Brûlée, ein Millefeuille oder ein Île Flottante. Und begeistert unsere Gäste sehr sogar. Die Frage nach unserem Signature-Dish ist für mich sehr, sehr einfach zu beantworten. Es ist seit langer, langer Zeit bei mir das Cordon Bleu. Auch hier in den Abläufen, in den Betriebsrestaurants haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen im Punkto Panaden, knusprige Panaden. Die gelingen in unserem iCombi Pro sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz haben natürlich moderne Komponenten, modern interpretierte Klassiker auch seinen Platz bei uns im Betriebsrestaurant gefunden. Heute habe ich Ihnen eine Abwandlung mitgebracht, ein gerolltes Cordon Bleu, auch dort sehr, sehr knusprig. Wir haben sehr, sehr viele Varianten, wie wir das Cordon Bleu füllen können, wie wir es rollen, wie wir es panieren. Und als Beilage habe ich Ihnen ein Risotto mitgebracht, ein frisch gerührtes Risotto mit sehr vielen frischen Kräutern, mit knackigem Gemüse und bieten so unserem Gast immer die Wahlmöglichkeit zwischen eben dem vegetarisch-veganen Komponenten oder eben auch mit einer Beilage wie heute dem Cordon Bleu. Bei unseren Anfragen für Kochveranstaltungen können wir natürlich ganz, ganz individuell auf unsere Kundenmitarbeiter zugehen. Zum einen machen wir natürlich dann diese Teamkochen. Zum anderen nennen wir das auch Happy Cookings. Das heißt, hier gibt es einfach ein Teambuilding. Das heißt, hier treffen sich einfach die Mitarbeiter und kochen dann mit mir gemeinsam. Im Bereich Ernährung und Gesundheit bieten wir zum Beispiel verschiedene Workshops für unsere Mitarbeiter an. Außerdem haben wir für unsere Köche verschiedene Ernährungsthemen ausgearbeitet, zum Beispiel zum Thema Acrylamid oder Antioxidantien, wo ihr Wissen einfach noch mal ein bisschen aufgefrischt wird und das Wissen, wo sie dann auch noch zusätzlich dazu erlangen, können sie dann eben direkt in der Praxis wieder anwenden. Also unser gastronomisches Motto und was uns auszeichnet hier am Standort Landsberg ist im Endeffekt eine Regionalität, eine Frische, die wir zum Bieten haben. Dann natürlich Herzblut, was mit dabei sein muss in der Gastronomie und nicht zuletzt, dass es nicht nur ein Beruf ist, sondern eine Berufung.